Espresso. Hallo und guten Morgen. Heute möchten wir mal den Gedanken in den Raum schmeißen, ob BAF wirklich angsteinflößend ist. Gefährlich, schädlich, oh mein Gott, absolut schlimm. Ja, Keime sind natürlich suboptimal und in jedem Fall muss man ein paar Punkte bei der Hygiene beachten, insbesondere wenn man Geflügelfleisch verarbeitet. Aber vielleicht sollte man auch einfach mal entspannen und die Kirche im Dorf lassen. Denn hast du schon einmal einen Fleischfresser in der Natur lebend gesehen, der sich sein Hühnchen oder seinen Truthahn, die Wachtel oder was auch immer, naja, erstmal rupft, dann vielleicht mit kochendem Wasser überbrüht und als nächstes überm Lagerfeuer dann gart, so dass alle Keime, die da enthalten sind, zerstört werden? Wir nicht. Und aus diesem Grunde einfach mal selber das Köpfchen einschalten und nachdenken. BAF ist sicherlich für Hunde und Katzen mit einer der gesündesten Formen der Ernährung, weil man unglaublich viele Möglichkeiten hat, gerade auch bei Krankheiten auf das Tier einzuwirken. Also wenn ich zum Beispiel leberschonend füttern muss, dann kann ich meine Zusammenstellung anpassen. Oder wenn ich nierenentlastend füttern muss, gerade bei den chronischen Nierenpatienten, habe ich auch da viele Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten als mit Industriefutter. Dass man damit sein Tier krank macht, ist auch möglich, wenn man einfach völlig falsch das Zeugs zusammenwürfelt und seinem Tier anbietet. Das muss man auch wissen. Also man braucht im Prinzip ein paar Informationen zum Thema BAFen, damit der Hund weder über- noch unterversorgt wird. Aber dieses leidige Thema der Verkeimung und diese Panikmacherei, ganz ehrlich, atme einfach mal ganz tief durch. Du musst wirklich da keine Angst haben. Du musst vor vielen anderen Dingen Angst haben. Du kannst eher davor Angst haben, dass dein Hund sich beim Gassigehen mit Giardien ansteckt, weil irgendein Hund da rumläuft und halt leider dummerweise einen Haufen hinterlassen hat. Nun ja, in dem diverse Parasiten drin geschlummert haben. Also ich glaube, die Gefahr ist deutlich größer, als dass die Magensäure deines Tieres nicht mit ein paar Keimen fertig wird. Und nur mal so zur Info, die Magensäure des Hundes, die ist um ein Zehnfaches höher als die des Menschen, also sprich dieser Salzsäuregehalt, den wir darin finden. Glaubst du etwa, der kommt damit nicht zurecht? Der denkt sich, oh Gott, da kommt ein Keim, ich verschwinde mal. Vergiss es einfach. Also ganz easy, wirklich ganz entspannt. Der Magen kommt damit klar. Der schwankt von seinem pH-Wert bis zu 6. Da kann er raufgehen. Meistens ist er ein bisschen drunter im nüchternen Zustand. Aber in dem Moment, wo dein Hund sieht, Frauchen oder Herrchen bereitet das Futter zu, wird da schon gearbeitet und die Magensäure vorbereitet, damit in dem Moment, wenn das Futter unten im Magen ankommt, auch vernünftig zersetzt wird. That's it. Also, keine Angst vor solchen Keimen. Es gibt viel mehr, wovor du wirklich ganz bewusst und auch ja, sicherlich begründet Angst haben darfst. Aber wenn dir irgendjemand einreden möchte, dass BAF absolut schlimm ist, todesbringend, gesundheitsschädlich für Tiere, dann lächel ihn einfach an und nicke und denk dir deinen Teil. Espresso wurde dir präsentiert von Tierisches Wissen.